Also, jeden Tag so Liter Nei daheim. Kerl, sagt er immer, was ist, willst du da mit dem Busy Hausarbeit daheim? Das schafft man mit links, hast doch kaum was zu tun. Und immer wieder das Gleiche von dem. Da könnte man doch glatt um den Staubsauger wickeln oder in den Putzeimer stoppen, oder? Ich hab's gepackt, seht mein Mann. Ich hätt ja jetzt 365 Tage Urlaub im Jahr, seht mein Mann. Ich bin nämlich jetzt Mama und Hausfrau und hätt ja den ganzen Tag Zeit, seht mein Mann. Und weil ich so viel Zeit hab, bloß ich stemm alle oben an. Passte mal all auf wie. Mama und Hausfrau bin, bedeutet bei uns, ich bin immer zu Haus und mein Mann, mein Folger, immer fort. So war's auch wie die letzte Woche, da war er mit seinen Kumpels vom Elfenrad unterwegs. Her, wie der heimgekommen ist, da war der kein Elfen mehr. Da war der voll wie ihr Kino. Da ist er unten in die Wohnstube neu, hat sich den Sessel geschnappt, hat den Sessel die Treppe aufgeschafft in der ersten Stock, in unser Schlafstub, hat den vors Bett geschmissen. Da habe ich schon mal die Ahr aufgemacht. Da hat er zu mir gesagt, ich wollte auch mal in der ersten Reihe hocken, wenn's Theater gleich losgeht. Gelangt. Da bin ich aus dem Bett rausgehupst. Da hab ich gekriegt, anstelle von dir, da hätt ich ja glatt den Teufel heiern können. Da hat er zu mir gesagt, es wär nicht gegangen, Ehe und Geschwister sind verboten. Ja, und wenn der nicht so rotzfresche Sprich schraubt, da ist er schaffe. Ja, der schafft bei uns im Ort auf der Reifeise. Da schafft er immer so lang und so viel. Da kennst du morgen, das wäre der Herr Reifeise persönlich. Aber der Letzte hat mir's gelangt. Hab ich gedacht, ewig ist Schluss. Habe ich bei uns daheim im Bett eine Mauer aufgebaut. Aus Kissen und Decke. Und wie er dann vom Schaffen heimgekommen ist, hat er mal den Kopf über die Mauer. Dann hat er gesagt, Schatzi. Habe ich gesagt, nix Schatzi, die Börse ist geschlossen. Noch 4 Wochen habe ich gedacht, ich will ja mal nicht so sein. Habe ich die Mauer wieder abgebaut, bin nimmer ins Bad, habe ich mich splitterfasernackig bis an den Hals gemacht, oi parfümiert, bin nimmer in die Schlafstube, habe ich gesagt, Schatzi, ich glaube, die Börse öffnet langsam wieder. Hat er zu mir gesagt, Heike,
Da hast du jetzt grad Pech, Katte. Ich hab soeben all meine Aktien unter der Hand verschleudert. Selbst Kinder huscht, da bringen da ja auch die anderen Leid ihr Kinder zum Hiede. Ha jo, der letzte haben wir unser Freunde ihr zwei kleine Botzelschas da gebracht. Der Kevin 6, die Chantal 4. Und die sollten über Nacht bleiben. Na ja, hab ich gedacht, koch ich denen erst einmal was zu essen. Hab ich Spaghetti mit Tomatensauce gemacht. Der erste Fehler. Die waren verbappt von oben bis unten. Hey, wir stiegen nur ausgezogen in die Badwanne gestoppt. Jetzt haben die zwei da nackig in der Badwanne gehockt. Der Kevin 6, die Chantal 4. Hey, jetzt hat die denn alles angeguckt. Auf einmal hat sie gesagt, sag mal, Kevin, was hast denn du da, da unten zwischen deinen Bar? Dann hat er gesagt, das ist mein Pipi-Mann. Mit dem kann ich im Stehen Pipi machen. Dann hat die Chantal gesagt, ach, darf ich denn einmal angreifen, bitte? Dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall, du hast ja dein eigenes schon kaputt gemacht. Bist du ja immer am Rennen und irgendwas am Machen. Aber den letzten Morgens habe ich gedacht, heute renne ich nicht. Heute nehme ich mir Zeit für mich. Da bin ich ins Bad, habe ich mich schön geduscht, habe mir den alten Bademantel angezogen, die Lockenwickler auf den Kopf, eine Maske ins Gesicht, ein paar Gummanscheiben außenrum. Habe ich da im Bad gestanden, auf einmal her ist, wie unten die Müllabfuhr kommt. Habe ich gedacht, Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ganze Pembas-Armer war noch voll. Naja, habe ich gedacht, was soll's. Ich in meinem Aufzug, wie ich war, die Pembas geschnappt, die Treppen runtergesaust, die Haus der aufgerobt. Naus auf die Gas gerannt. Da hab ich gekriegt, halt, stopp, bin ich zu spät. Da guckt der Milmann mich an und sagt, na, springen Sie gerade noch schnell neu. Da war die ganze Nachbarschaft auf der Gasse. Die haben mich alle angeguckt. Dann habe ich zu denen gesagt, gut, dass ihr all grad da seid. Ihr müsst wissen, ich gebe gerade drin für meine kleine Tochter ein Konzert. Und wenn es den Kerl gibt, von dem ich deren Spiel, sieht er so aus wie ich jetzt. Achtung!
gerade nicht zu Hause bist, genau gehst ins Ort einkaufen. Weißt du, letztens bei uns im Ort im Edeka, jetzt müsst ihr wissen, in unserem Edeka, da haben die immer so kurz vor der Kasse so riesige Dinger aufgebaut. Da sind die angeblichen Super-Duper-Sonderangebote drin. Ich hatte so ein bisschen eilig, wollte schnell an die Kasse, habe ich so einen Aufsteller angerannt. Sind da zwei Tafeln Schokolade runtergefallen. Hat die eine Tafel gesagt, Scheiße, jetzt habe ich mal zwei Rippen gebrochen. Hat die andere gesagt, es ist noch gar nichts, ich bin voll auf die Nis gefallen. Ja, und dass die Schokolade nicht so schlimme Schmerzen kriege, habe ich den einmal auch noch geblosen. Geklaut. Auf Hochdeutsch Pfirsich. Eine Dose. Da bin ich vor Gericht gekommen. Hat der Richter die Dose aufgeschraubt. Hat den Inhalt vorne auf das Richterpult geschickt. Da hat er gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 halbe Pesching. Das macht 6 Monate Knast. Ist mein Mann der Folger hin in der letzten Reihe aufgestanden und hat gesagt, Entschuldigung, Herr Richter, die hat dann noch eine Dose Erbsen geklaut. Ja, und was machst du als Mama und Hausfrau, wenn du nicht daheim bist, nicht im Ort bist, einkaufen? Da kommst du in die Apotheke, ist das Kind krank. Weißt du, letzt bei uns in der Apotheke hat unser Apotheker so einen kleinen Schülerpraktikant gehabt. 13 Jahre alt, der Bu. Noch ein bisschen Krieg hinter den Ohren. Fliegt die da auf. Kommt unser Ortsvorsteherin rein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein bisschen eine gesetztere Frau. Und da sagt die zu dem Kleinen da. Guten Tag, junger Mann. Ich hätte gern eine große Packung Tombons. Super, duper, ultra stark, bitte. Herr, der Klar hat nicht mehr gewusst, wo er hingucken soll. Dann hat die Apothekenchefin eingeschritten, hat deren die Tombons verkauft und ab. Wie die fort war, hat sie sich den Klar an die Brust genommen. Dann hat sie gesagt, Buh, pass mal auf. Wir schaffen dahin in der Apotheke. Und wenn mal wieder so eine Situation ist, dann machst du einfach einen flotten Spruch und gehst da drüber hinweg. Herr, 14 Tage später, ich wieder in der Apotheke, der Praktikant wieder da, fliegt wieder die Tür auf, kommt wieder unsere Ortsvorsteherin rein, sagt sie, guten Tag, junger Mann, heute hätte ich gern eine Familienpackung, warte bitte. Da guckt der Gladi an und sagt, oh, drehen wir sie jetzt selbst? Jetzt habt ihr ja mal gehört, wie ich mal 365 Tage Urlaub im Jahr verbringe. Wenn einer von euch vielleicht einen Tipp für mich hat, wie ich meine Tage noch spannender gestalten kann, dann könnt ihr mich bitte anrufen, mir schreiben, faxen oder e-mailen. Die
Das ist alles die gleiche Nummer. Achtung, ich sag's nur einmal, da dafür aber ganz langsam und zum Mitschreiben. Das ist die 0, 6, 2, 4, 1, 2 haben wir und 6 mal die 6. Hello! So schön, Babbelsprach, oder? Kann man doch alles zuhören. Das ist unsere Heike Hildebrand aus Lambertheim-Hofheim vom Hofheimer Karnevalverein. Hello.